Ich habe heute ein Brunch-Date oder beziehungsweise eigentlich ein Frühstücksdate, dass ich gehe mit meiner Schwester und mit meiner Mutter frühstücken. Da freue ich mich auch sehr darauf, weil ich meistens während der Uni-Zeit immer Uni habe und nie mitgehen kann frühstücken. Und heute kann ich mitgehen. Und heute ist das Wetter auch gar nicht so schön. Also es war jetzt eigentlich immer mega schön und ich muss sagen, ich freue mich irgendwie total, dass es heute mal so ein bisschen chilliger ist. Ich mag das hin und wieder. Ich date euch generell mal so ein bisschen ab, was gerade so los ist. Also Jakob und ich haben Urlaub gebucht. Wir fliegen in 1,5 Wochen nach Fuerteventura. Ich freue mich so krass darauf. Jakob ist ja auch gerade mit seinem Master fertig geworden und der fängt im April mit dem Doktoratsstudium an. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen unbedingt davor nochmal wegfahren. Einfach so, damit man das auch irgendwie feiert. Und einfach auch, damit wir bisschen entspannen können, bevor es dann wieder losgeht. Wir fliegen für 1 Woche und wir haben dort auch ein Mietauto und wir sind in einem Hotel. Also wir haben uns jetzt gegen ein Airbnb entschieden, einfach weil das jetzt bisschen bequemer ist und wir wollten auch nicht wirklich kochen. Also es sollte wirklich so ein Entspannungsurlaub sein. Ich werde auch ganz viele Bücher mitnehmen und ich möchte auf jeden Fall einfach runterkommen und so ein bisschen mehr entspannen. Genau, und ich wollte euch noch ein Update geben. Ich befinde mich aktuell so ein bisschen in der Studiensuche. Also ich bin gerade dabei, mir so zu überlegen, was für ein Master ich machen möchte. Ich möchte nämlich super gerne im Herbst den Master beginnen. Und was ich für ein Master beginnen möchte und wo, also in welche Richtung, weiß ich schon ungefähr. Das ist übrigens auch in eine ganz andere Richtung, als man meinen mag, also was in meinem Kopf herumschwirrt. Und ich bin super gespannt, ob ich den passenden Master finde, beziehungsweise wo es mich dann hin verschlagen wird. Ich finde, das ist immer total spannend, wenn man irgendwas Neues beginnt, aber auch manchmal so ein bisschen überwältigend, wenn man wirklich in alle Richtungen gehen kann. Ich glaube, alle, die aus der Schule kommen, die kennen auch das Gefühl so, dass es ist manchmal total krass, dass man so alle Möglichkeiten der Welt hat und man ist dann irgendwie, kann man auch mal überfordert sein. Aber ich freue mich total darauf und werde auf jeden Fall euch dabei mitnehmen bei dem Prozess. Einige haben auch gefragt, ob ich so ein bisschen auch darüber reden kann, wie ich mich entscheide, beziehungsweise so bei dem Prozess der Entscheidung mitnehme. Das kann ich auch auf jeden Fall super gerne machen. Ich bin gerade noch nicht so weit, dass ich hundertprozentig weiß, wo es hingeht, aber ich werde euch so ein bisschen dabei mitnehmen. Jakob und ich gehen heute Nachmittag in das Harry Potter Konzert, was ich Jakob zu Weihnachten geschenkt habe. Da freue ich mich richtig. Ich liebe es einfach, wenn man irgendwie neue Dinge ausprobiert und Dinge macht, die man davor noch nie gemacht hat. Und ich war noch nie oder sagen wir mal schon ewig lang nicht mehr in einem Konzert. Und deswegen freue ich mich richtig. Und heute ist auch wieder tanzen. Es war jetzt so eine kleine Pause oder so. Es waren jetzt so Ferien. Und heute geht es wieder los und ich freue mich so darauf. Das wird echt richtig nice. Das hat mir richtig gefehlt. Also ich war jetzt, glaube ich, 2 Wochen nicht. So, ich mache mich jetzt fertig und ich ziehe mir irgendwas einfach richtig Bequemes an. Ja, aber ich habe Lust, euch danach noch meine Favorite Outfits für die Uni zu zeigen, falls ihr Lust habt. Ich habe so 3 Outfits, die ich immer wieder angezogen habe. Ja, das kommt jetzt auch noch in dem Vlog, weil ich glaube, das wäre ganz nice. Und ich habe heute Zeit, also zeige ich euch dann meine 3 Favorite Outfits für die Uni. Let's go! So, ich bin wieder hier. Das Frühstück war total schön. Also es war ein Café, was ganz in der Nähe ist und es ist total nett, das Café. Also da gibt es voll süße Frühstückssachen. Ich habe eine Waffel genommen und ich bin gerade dabei, Flüge rauszusuchen, weil ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich alleine wegreise. Und ich war noch nie alleine irgendwo. Ich bin ein Mensch, ich mache immer etwas zu zweit oder ich frage immer, hey, wollen wir dahin, wollen wir dahin? Und das ist wirklich ein krasser Step außerhalb meiner Komfortzone. Und ich habe mir das dieses Jahr vorgenommen, dass ich das mache. Und ich wollte mich so langsam rantasten. Ich bin Anfang April zu einem Event eingeladen und habe jetzt ein paar Nächte dran gehängt. Und in die Nächte werde ich komplett alleine in einem Hotel übernachten. Ich bin komplett alleine in einer anderen Stadt. Und für manche ist das wahrscheinlich so nichts, aber für mich ist das schon der erste Schritt, so
in die Richtung, dass ich alleine richtig wegreise. Ich finde das jetzt auch alleine wegreisen, aber da ich ein Event habe, war das jetzt so, okay, ich musste ja dahin, aber ich möchte unbedingt auch dieses Jahr alleine reisen, komplett auf mich alleine gestellt sein. Und ja, genau, wollte ich das mitteilen, weil ich fand das jetzt auf jeden Fall auch total cool. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich ein bisschen was dranhänge, ein paar Nächte, einfach, dass ich so langsam mich rantaste, weil ich glaube, wenn ich jetzt so eine Woche oder 2 Wochen oder 3 Wochen alleine irgendwo bin, dann wäre ich erstmal so komplett überfordert und ich glaube, dass es ganz gut ist, dass ich mich so langsam rantaste. Viele wünschen sich immer so ein bisschen Outfit-Inspirationen und ich habe meinen Style eigentlich auf Basics aufgebaut. Das heißt, man kann den auch super easy nachmachen und ich habe den einfach so für mich entwickelt, weil ich mich da am wohlsten fühle. Und gerade wenn man in der Uni ist, finde ich, muss man sich einfach wohlfühlen. Das heißt, Step 1, holt euch gute Jeans, in denen ihr euch wohlfühlt. Es gibt verschiedene Schnitte. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsjeans. Das ist die Myra Mom Jean. Und ich kombiniere alle Jeans immer gleich. Also ich kombiniere die immer mit einem Trägertop drunter und danach noch einen Pulli drüber. Und die Jeans habe ich in verschiedenen Farben, also auch in Schwarz. Ich finde das auch immer ganz nice, dass man so verschiedene Comfort-Farben hat, also dass man weiß, okay, in der Farbe fühle ich mich wohl, das kann ich mit dem kombinieren. Und das ist genau die gleiche, nur in Schwarz. Und ich habe die dann auch noch in Beige. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die kombiniere. So, ich blende euch hier auf der Seite mal mein Outfit ein. Ich mache das nämlich immer gleich. Also ich habe einen Oversized Bulli drüber und drunter noch so ein Top. Weil ich finde, also in der Uni kann man nie wissen, ob es warm oder kalt ist. Also ich habe das zum Beispiel auch im Sommer, habe ich immer einen Pulli mit dabei. Und wenn es dann mal zu warm ist, dann ziehe ich den Pulli einfach aus und binde den so drüber. Und das, würde ich sagen, ist so die Basic von meinem Style. Also dieses Outfit, ich werde das jetzt noch verschieden kombinieren, zum Beispiel auch mit langärmeligen Sachen. Hier zum Beispiel ziehe ich einfach ein langärmeliges weißes Oberteil drüber an und binde dann das hier drumherum. Ich finde es auch richtig wichtig, dass man gute Jeans hat, in denen man sich wohlfühlt, wo man einfach die anziehen kann und dann egal, was man drüber anzieht, man fühlt sich einfach wohl. Also das finde ich mit am wichtigsten, die auch nirgendwo einklemmen. Ich habe meine ganzen Jeans bei Armed Angels gekauft. Trage am meisten die Jeans von Armed Angels, weil die einfach ultra bequem sind. Also die sitzen immer gut. Ich habe da nie Probleme damit. Die herkömmliche Jeans-Herstellung ist total umweltschädlich, da Pestizide verwendet werden, enormer Wasserverbrauch, die Herstellung erfolgt mit giftigen Chemikalien oder es wird auch mit Chlor gebleicht. Und bei Armed Angels, die haben ein Detox-Denim-Programm. Das heißt, die verwenden diese ganzen unnötigen Chemikalien nicht. Die achten darauf, dass nicht viel Wasser verbraucht wird. Die bleichen auch nicht mit Chlor und die Pestizide fallen auch weg. Die verwenden auch zertifizierte Biobaumwolle. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer total nachhaltig. Generell ist Armed Angels eine super nachhaltige Marke. Und ich freue mich auch total, dass ich einen Code für euch habe, denn es lohnt sich ultra, einen Code bei Armed Angels zu haben. Und wenn ihr da mal bestellt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Qualität gut ist, dass ihr der Umwelt etwas Gutes tut, weil die achten wirklich von vorne bis hinten auf die Umwelt, von den Lieferwegen bis zu den Materialien. Die sind auch ultra langlebig, die Produkte. Ich habe die Jeans schon bestimmt 2 Jahre und andere Jeans sind da schon ausgeblichen, ausgeleiert. Und bei Armed Angels sitzt das alles noch 1A wie am Anfang. Deswegen lohnt sich das total. Mein Code lautet DELIVANEA15, da könnt ihr 15% sparen. Ich packe euch mal die Links zu den Jeans in die Infobox. Schaut da mal vorbei. Genau, und jetzt mache ich weiter mit meinem kleinen Haul. Die helle Jeans würde ich mit einem braunen Pulli kombinieren. Und dann stecke ich den Pulli, also die Seiten vom Pulli, stecke ich dann rein. So und so. Dass das so einen Baggy-Look ergibt. Das finde ich echt immer mega nice. So fühle ich mich einfach total wohl. Und dann zeige ich euch noch die schwarze Hose kombiniert. Genau, jetzt habe ich euch mal ein anderes Top gezeigt. Ich finde die hier auch, die sehen immer total edel aus, finde ich. Die so ein bisschen so beim Hals hochgehen. Und das kombiniere ich meistens mit einem hellen, gestreiften Pulli. Kann man auch entweder so drüber binden, finde ich auch immer mega schön. Oder anziehen. Genau, und bei solchen Pullis stecke ich das dann einfach rein. In das Top, das ich drunter anhabe, dann ergibt es auch so einen Cropped-Look. Und das, finde ich, sieht dann auch ganz nice aus. Und das ist eigentlich das, was ich jeden Tag anziehe in die Uni. Also wirklich, da fühle ich mich ultra wohl. Und zwar immer die gleiche Kombi, also eine weitere Hose, dann drunter ein Top, dass ich das einfach ausziehen kann, falls es mir zu warm wird.
oder auch ein langärmeliges Top, falls es kälter wird, und dann drüber einen Pulli. Also ich würde auch empfehlen, falls ihr nicht wisst, was ihr in die Uni anzieht, dass ihr euch einfach so ein paar Basic-Hosen kauft, wo ihr euch wohlfühlt. Dann Pullis, in denen ihr euch wohlfühlt, also auch so schönere Pullis. Ich finde, das ist jetzt kein Chiller-Pulli, sondern das ist wirklich ein mega schöner Pulli. Genau, und so komme ich eigentlich immer durch und ich weiß dann immer, was ich anziehen soll, weil ich das einfach ganz schnell aus meinem Kleiderschrank rausziehe und dann weiß ich, ich fühle mich wohl, ich muss nicht lang drüber nachdenken und wenn ich jetzt irgendwas Privates mache, dann ziehe ich mich ein bisschen fancy an oder so, aber für die Uni finde ich das mega nice und ich fühle mich jedes Mal wohl. Deswegen, ich hoffe, euch hat diese kleine Inspiration gefallen. Sagt mir gerne, ob ich das für andere Anlässe mache, also so vielleicht zum Ausgehen oder für, wenn man sich mit Freunden trifft und so weiter. Sagt gerne mal Bescheid, dann kann ich das auch mal machen. Ich liebe das, wenn ich entweder mir ein bisschen was vorgekocht habe für die Woche. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht. Oder wenn wir einfach noch vom Vorabend etwas übrig haben. Und wir haben gestern vegetarische Nudeln. Also das ist so vegetarisches Hackfleisch. Das gibt es bei Hofer. Das ist richtig nice. Und ich freue mich jetzt. Ich muss nebenbei ein bisschen worken heute. Also ich habe einiges zum Erledigen. Deswegen bin ich die ganze Zeit nur am Laptop. Aber ich freue mich total auf den Nachmittag. Ich bin super gespannt, wie das werden wird. Ich bin gerade dabei, auch einige organisatorische Dinge zu erledigen. Zum Beispiel habe ich mich jetzt für Gesangsunterricht angemeldet. Ich habe das ja schon mal gemacht vor 1,5 Jahren. Da habe ich bei der Hochzeit von meiner Mutter gesungen. Für alle, die mich da schon verfolgt haben, die wissen Bescheid. Aber irgendwie hat sich danach nie wieder ergeben, dass ich weiterhin Gesangsunterricht gegangen bin. Und jetzt habe ich mich wieder angemeldet. Und ich wollte auch weit außerhalb meiner Comfortzone steppen. Wirklich weit. Und ihr wisst vielleicht, dass ich super gerne tanze. Und ich liebe es zu tanzen, aber ich dachte mir, wie cool wäre es, mal mit Pole Dance anzufangen, weil ich finde, Pole Dance beansprucht nochmal ganz andere Muskelgruppen, also gerade so die Arme und Rücken, Schultern und so. Und ich hätte so Lust, mal so ein bisschen erstens mehr Kraft aufzubauen und irgendwie fällt mir das total schwer, im Fitnessstudio die ganzen Übungen immer zu machen, da ich ja meistens die ganzen Geräte voll sind und dann, ich glaube, ich fällt es mir irgendwie einfacher, mit Pole Dance anzufangen und damals so ein bisschen Muskeln aufzubauen. Und gleichzeitig finde ich das auch super schön, wenn man sich so bewegen kann. Und es gibt auch einen richtig tollen Kurs. Ich habe mal nachgeschaut und ich dachte mir, ich fange einfach mal mit so einem 4-Wochen-Programm an und kann euch da gerne mal mitnehmen. Genau, das würde ich echt nice finden und ich glaube, ich buche das mal und schaue mir das mal an. Hallo, heute ist ein neuer Tag. Gestern tanzen war richtig nice.
Ich habe euch auch eine Sequenz reingeschnitten. Ich bin richtig happy, dass jetzt die Pause vorbei ist. Ich hatte auch gerade schon einen Management-Call. Das war auch mega toll. Das war jetzt ungefähr 1,5 Stunden. Und ich bin heute auch ein bisschen später aufgestanden, als ich wollte. Das heißt, ich habe jetzt echt viel weniger geschaffen, als ich mir vorgenommen habe. Das heißt, es wird jetzt noch ein bisschen was erledigt. Ich lade gerade mein Video online. Dann wollte ich mir noch was kochen. Dann muss ich mich fürs nächste Semester anmelden, weil ich nochmal eine Vorlesung machen wollte. So, ich habe jetzt alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch am Laptop weitergearbeitet und jetzt gehe ich spazieren und werde meinen Studentenausweis erneuern. Das heißt, dass ich den Studienbeitrag einzahlen werde. Ich zeige euch mein Outfit. Ich habe einfach so einen Pulli an, der ist von Chiquelle, so ein Top und eine Baggy-Hose. Genau. Und ich habe mir heute mal so einen Haarreifen drüber getan. Das ist auch immer so mein 5. Tage Hairstyle. Also ich habe vor 5 Tagen meine Haare gewaschen. Ja. Ich bin wieder hier und ich, Jacke und ich gehen jetzt ins Fitnessstudio. Und ich habe neue Sporthosen bei Teveo bestellt. Und bin gerade ein bisschen erschrocken, als ich so in den Spiegel geschaut habe und dachte so, was ist hier passiert? Schaut mal, die haben so eine Push-Funktion. Okay, man erkennt das hier null. Die haben eine Push-Funktion. Und wie man sehen kann, sieht das ungefähr 3-mal so groß aus, als es im Real Life wahrscheinlich ist. Aber ja, Leute, falls ihr mal eine freie Minute habt, ich hätte so gerne eine Kooperation mit Teveo. Aber die nehmen leider keine Influencer unter 30.000 Abonnenten. Das ist so nervig, weil ich nehme wirklich keine andere Sportmarkenbrand an, weil das einfach nicht authentisch wäre, wenn ich dann eine andere Marke bewerbe. Gymshark mag ich auch total gerne, aber ansonsten kommt keine Marke dran. Und ich schwör's dir, die hätten wirklich einen Mehrwert mit mir. Ich trage die ganze Zeit und ich gehe so oft Sport machen, aber die sehen leider das Potenzial nicht. Also falls ihr mal eine freie Minute habt, schreibt denen gerne, weil ich glaube, das wäre so eine Traumkooperation, wirklich. Ich liebe deren Produkte. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Fitnessstudio. Ich habe heute Oberkörper. Ich habe nämlich das letzte Mal Beine trainiert. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen mehr im Game drinnen. Und werde heute auch mich richtig geil dehnen. Ich freue mich richtig. Also ich bin sehr motiviert. Ich komme auch gerade richtig viel weiter. Also ich versuche gerade den 2. Spagat. Also ich kann ja den Spagat, kann ich. Aber ich versuche den Spagat zu machen, mir gerade so ein bisschen anzutrainieren. Genau, und den Spagat kann ich jetzt übrigens mit rechts und links. Das ist ganz nice, also so und so.